Marco, du bist der neue Winnetour Magra und du hast dich ja vom erzbösen Tangua über den tragischen Parano und den letztlich guten Chipapic in den letzten Spielsaisonen immer mehr zum guten Indianer gewandelt. War der Winnetour jetzt die logische Folge? Nein, für mich nicht. War es nicht, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, heuer im Magra den Winnetour spielen zu dürfen. War der Winnetour ein Kindheitstraum von dir? Oder seit wann bist du Indianer infiziert? Eigentlich von klein auf bin ich schon mit dem Thema Indianer groß geworden durch meine Eltern. Und der Winnetour ein Kindheitstraum, es war immer ein Traum, jetzt, wo ich heuer meine 18. Saison spiele, den Winnetour spielen zu können, zu dürfen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich mit so einer tollen Mannschaft wie ein Rainer als Sam Hawkins. Genau. Und einem super tollen Ölprinz. Genau, also ja, genau. Bin ich wirklich sehr stolz darauf, mit diesen zwei Bösen, Peter als Bösewicht oft und der Rainer als der glückliche Held, der das Stück eigentlich immer nur dank uns überlebt, wo ich sehr froh bin, mit ihnen beiden arbeiten zu dürfen. Es ist jetzt für mich, wie gesagt, meine 18. Saison. Ich bin sehr stolz darauf, mit diesen zwei Vögeln hier arbeiten zu dürfen. Ein Vogel, oder? Der zweite heißt Amboss. Einer kommt selten allein. Und es macht einfach riesen Spaß mit zwei Leuten, die einfach selbst, wie der Rainer gesagt hat, den Urlaub nach hinten zu stellen, obwohl der Lehrer ist und 10 Wochen mehr hat als wir andere. 9, bitte. Wurscht, egal. Auf alle Fälle bin ich einfach sehr froh, dass ich mit denen meinen Sommer verbringen kann, weil es einfach riesen Spaß macht. Wir sitzen auch unterm Jahr zusammen und machen genug Blödheiten, verrückte Ideen, die zwar wissen, meinen Vogel oft sehr zu schätzen, den ich habe. Aber Peter muss oft mehr mitmachen wie der Rainer, weil der Rainer hat immer los am Reden. Aber ich bin trotzdem sehr stolz da, auch wenn der Oliver heute nicht da ist, dass der an meiner Seite heuer als Shatterhand mit mir reiten wird. Ich habe auch ein neues Pferd in der Produktion, also das Satanta ist somit in die Pension geschickt worden und komme heuer mit dem neuen Pferd, mit dem Shadow. Ich hoffe, er wird mich sicher über die Bühne tragen. Es ist auch noch ein junges Pferd, so wie der Rainer vor 2 Jahren begonnen hat mit seinem Nanoki. Und bin eigentlich sehr stolz darauf, hier heuer Gas geben zu dürfen und einfach das Beste rauszuholen, was für uns machbar ist. Stichwort Gas geben, du bist ein Kampf- und Reitprofi, bringst eigentlich diese Erfahrung und Fähigkeiten auch seit Jahren schon perfekt ins Team der Winnetou-Spiele ein. Wie wird dein Winnetou agieren? Im Stück? In Fort. Also mein Winnetou wird agieren, so wie es der Regisseur von mir verlangt. Ich werde trotzdem ein hoffentlich dynamischer, kämpferisch starker Winnetou sein, das möchte ich, so wie es der Rainer vorher richtig gesagt hat, der kreise irrsinnig drauf auf seinen Winnetou. Ich möchte auf alle Fälle mit einem schönen, ruhigen Gewissen und reinem Herzen diesen Winnetou einfach vorher auf die Bühne zaubern und sehen, was daraus wird, wie sich das entwickelt hat. Und auf Rochus, wie viele Winnetou-Abenteuer hast du schon als Autor oder Regisseur auf die Bühne gebracht? Ja, es ist eine ganze Menge seit 1999. Bis jetzt, 2018, mit einem Jahr Unterbrechung, habe ich permanent Winnetou-Spiele gemacht und auch die Bücher dazu geschrieben. Einer erfolgreichen Auftaktsaison am Wagram folgt nun ein neuer Winnetou-Darsteller. Der wievielte unter deiner Regie ist das? Ja, wahrscheinlich einige, ja. Also kann ich jetzt nicht die Zahl genau nennen, aber so im Schnitt alle 3 Jahre hat es einen Changer gegeben, einen anderen Winnetou, oft aus beruflichen Gründen oder andere Engagements oder jetzt haben wir einen neuen Winnetou und den freuen wir uns schon. Du kennst den Marco ja jetzt schon lange. Wie wirkt sich eigentlich ein derart kampferprobter Darsteller auf die Rolle des Winnetou aus, wie du sie dann ins Buch schreibst? Ja, natürlich seine Stärken nutzen, keine Frage. Und der Marco ist auch ein sehr emotionaler, feinfühliger Mensch. Und wenn man diese beiden Komponenten verbindet, dann müsste eigentlich ein idealer Winnetou herauskommen. Im Ölprinz gibt es einerseits sehr viele Effekte. Worauf können sich die Zuseher da zum Beispiel im Sommer 2018 freuen? Naja, das heißt schon der Ölprinz, ja, da ist viel Öl im Spiel, da ist auch viel Feuer.
Und andererseits gibt es eine geballte Ladung Humor durch sehr viele komische Rollen. Worauf können wir uns da am 28. Juli freuen? Naja, dass unser lieber Sam Hopkins fast unter die Haube kommt, ja, ein Kantor sich wehren muss gegen die leidenschaftlichen Übergriffe einer Witwe, die ihn halt unbedingt zum Ehemann haben will, und natürlich einen schmetterlingssuchenden Lord und seinem Diener, die eigentlich im wilden, ruhigen Westen Ruhe brauchen, um einen Schmetterling zu fangen, aber diese nicht finden. Ja, ich habe es kurz erwähnt, jetzt Premiere ist am Samstag, 28. Juli. Und was sollten die Zuseher generell noch wissen? Gibt es irgendwas Neues heuer im Vergleich zur Vorsaison? Ja, das im Vorjahr haben wir natürlich einen sehr, sehr großen Ansturm von Menschen gehabt, die uns gern sehen wollten. Und da sind wir ein bisschen mit den Sitzplätzen durcheinander gekommen, weil wir ehrlich gesagt nicht mit so vielen begeisterten Zuschauern gerechnet haben. Und um das zu erleichtern, haben wir Art 1 die Tribüne aufgestockt mit mehr Sitzplätzen und auch für unsere Gäste, dass sie Platzreservierungen machen können. Also so A-Sektor und B-Sektor, da kann man schon vorher sich den Platz buchen und dadurch braucht man keine Angst haben, dass man keinen mehr kriegt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unseren Kids Corner, Backstage-Bereich, der Kleintierschau und so weiter, eh wie im Vorjahr, nur ein bisschen besser ausgebaut halt, und Tag der offenen Tür nicht zu vergessen am 15. August, wo man Mäuschen sein kann, auch Backstage, und ja, so ist das ein bunter Cocktail. Ja, dann nehme ich mal an, Rochus, steht einer genauso oder noch erfolgreicheren Saison im Vergleich zu 2017 nichts mehr im Wege. Ja, wenn der heilige Manitou mitspielt da oben und uns nicht im Regen unendlich ertrinken lässt, glaube ich auch, dass das ganz schön wird.